Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zompiercer. Mensch, die lassen mich hier nicht mal in Ruhe anmoderieren. Da kommt schon wieder der nächste angerannt. Ja, die letzte Folge wollten wir relativ cool beenden, indem wir diesen schnellen Zombie dort mit Ansage und Countdown in den Kopf schießen wollten. Aber wie ihr alle gesehen habt, war das eher alles andere als cool. Naja, was möchte man machen? Dafür machen wir jetzt umso cooler weiter, indem wir hier rutschend der Kotze ausweichen. Und mal schauen, wie weit dieses ganze Labyrinth hier am Ende noch gehen wird. Wir haben zwar noch 250 Schuss, also ich denke jetzt nicht, dass uns die Munition ausgehen wird. Aber trotzdem. Ich habe sehr, sehr dolle Angst, mich hier zu verirren. Und ich höre es die ganze Zeit schon wieder klopfen. Ach, das ist ein Spaß hier. Noch ein Kotzi? Na komm, Kotzi. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, der beste Move, um Kotzi zu entkommen. Lasst uns mal die Kisten hier noch looten und dann gucken wir mal. Ach, 37 von 40 Kilo. Wir müssen bald schon wieder zurück, ne? Und wir müssen eigentlich schon zurück, aber wir können natürlich hier noch ein bisschen Zeug hochpacken. Einmal 5 hier hoch und nochmal 4 hier hoch, dann nehmen wir das noch mit. Und packen auch noch Nummer 5 hier hoch. Dann sind wir bei 32 Kilo, das sieht schon mal besser aus. Ist halt auch Wahnsinn, wie viel Metall und Holz wir hier finden. Stellt euch mal vor, wir hätten die ganze Zeit nicht auf Stärke trainiert, sondern nur auf ja, Leben und Ausdauer und dann kommst du hier am Ende in das Gebiet. Da brauchst du ja 8-mal so lange. Weiß gar nicht, wie es leveltechnisch. Level 16 sind wir und die Hälfte haben wir fast geschafft. Die Rüstung ist auch schon wieder fast kaputt, ne? Mann, 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 das geht echt schnell hier. Zum Glück haben wir vorher noch die Nähmaschine und alles gebaut für den Helm und so weiter. Also ich glaube, wir haben wirklich alles richtig gemacht, was man hätte richtig machen können. Um am Ende hier gut gewappnet für diese U-Bahn-Schächte oder wie auch immer man es nennen mag zu sein. Ach, schneller. Komm her. Dafür haben wir den jetzt cool erledigt. Dafür, dass die letzte Folge, das Ende der letzten Folge nicht ganz so cool war. Ja, ist doch gut. Ach Mist. Nee, wir machen das mit Pistole. Hui. Ach, ich treffe die immer nicht. Das ist aber auch kompliziert teilweise. Ey. Vor allem, wie viel die auch immer aushalten. Jetzt haben wir ihn. Ich heb mir mal ein bisschen die Schrotflintenmunition auf. Weil wir haben nur noch 52. Und wer weiß, wie lange das hier noch geht. Da kommt ja noch ein Dicker. Ach shit, nein, er hat uns erwischt. Und ich glaube, jetzt sind wir in einer richtig miesen Situation. Ich glaube, jetzt sind wir in einer richtig... Wow. Hä? Was jetzt? Nein, ich bin unter die Map gefallen. Das gibt's doch nicht. Es buggt. Och nein. Wir hängen unter der Map fest. Ach Mist. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Hey, auf ein neues. Ja, und da sind wir wieder hier. Ich kill die jetzt mal hier schnell. Damit wir wieder dahin kommen, wo wir gerade eben waren. Aber jetzt extra rausschneiden wollte ich das Ganze auch nicht. War ja an sich auch ganz witzig. Einerseits eine sehr, sehr, ja, eklige Situation. Vor der hatte ich immer Angst, dass wir mal so nah an so einem Dicken scheitern. Oder an dem Dicken halt hängen bleiben, dass der uns die ganze Zeit immer wieder haut. Sodass wir keine Möglichkeit haben, wieder wegzukommen. Und dass es natürlich dann gleich so endet, ist natürlich, ja... gar nicht mal so schön. Na komm, ach Mist, wir hätten das Ding da. Komm, erwisch die. Los. Ach, hätte ich mal eher schießen, drauf schießen müssen. Jetzt habe ich mich so aufs Sprechen konzentriert, dass ich die... Ach, siehste. Und der brennt ja auch noch. Ne, der brennt nicht mehr. Kacke. Okay, mach mal so. Das ist doch die beste Variante. Dann nochmal schnell gelootet. Es tut mir leid, dass ihr das doppelt seht. Ich versuche es hier so schnell wie möglich
alles auszulooten. Damit es nicht ganz so langweilig wird. Aber als tot können wir uns das hier nicht anrechnen, ne? Weil wir konnten nichts dafür. Wir hätten überlebt. Wir hatten zwar bloß noch 9 Leben. Also es war wirklich eine knappe Kiste. Aber gestorben sind wir nicht. Das Spiel hat uns sterben lassen oder hat uns backen lassen. Ja, jetzt kommt gleich nochmal Schildzombie und dann kommt der Dicke, ne? Aber wir sind jetzt schon überladen. Oh Mist. Da ist Schildzombie. Okay, den haben wir. Wo ist denn der Dicke eigentlich? Ach, hier versteckt er sich. Echt fies positioniert. Den sieht man so gut wie gar nicht, den Typen. Okay, wir rennen diesmal. Ach, ich bin die ganze Zeit im Sneaky-Modus. Ich habe mich schon gewundert, warum der so langsam ist. Ach, come on. Jetzt haben wir ihn. Nicht nochmal, mein Freund. Dann schnell nochmal hier die 5 hochgepackt. Die anderen 4 hier hin. Die Kisten gelootet. Und dann sind wir doch schon wieder so weit, wie wir waren. Alles in Ordnung wieder. Sehr gut. Dann kann es ja jetzt endlich weitergehen. Und schon wieder überladen. Eins passt noch hier oben hin. Oder wir nehmen den Schlüssel einfach mal runter und packen das hier hin. 37 von 40 Kilo. Also so weit kommen wir nicht mehr. Da, Kotze. Na, ein Glück, dass ich den Baseballschläger in die Hand genommen habe. Das wäre sonst schief gegangen. Ach, Kotzi. Aber warum hat uns Kotzi erwischt? Kann ich gerade nicht so ganz nachvollziehen. Oh, noch ein Kotzi. Ah, shit. Zu viel Kotze. Weg hier. Pillendöschen, schnell mal rein in den Schlund. Uah. Kam er denn her? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Uah. Mensch. Reicht doch, wenn ihr das einmal mit mir macht. Ah, volle Kanne und noch einer, na klar. Ich glaube, ich bin hier wirklich etwas zu leichtsinnig oder zu übermütig an die ganze Geschichte rangegangen. Noch ein Kotzi. Ich sollte vor allem auch nicht unbedingt durch die ganze Halle rennen und schießen. Das lockt immer nur noch mehr Gegner an. Also ich glaube, der Entwickler hat wirklich Lust gehabt, es so schwer wie möglich zu machen. Hä? Sonst haben doch immer 3 Schuss gereicht. Was ist hier los? Ach nein. Hä? Können wir mittlerweile das... Hey, wir können das Nachladen abbrechen. Das ging vorher, glaube ich, nicht. Hallo. Also der zweite Schuss hat auf jeden Fall getroffen. Da hat sich das Spiel bloß... Uah. Ey, Mist. Ich muss mich hier wirklich mal ein bisschen... zusammenreißen langsam. Wir sind kurz vorm Sterben. Was ist denn hier los? Nein, hier ist noch... Ich weiß gar nicht, von wo wir gekommen sind. Nein, ich hol die ganze Zeit nur Kotzis hier ran. So ein Mist. Den Schnellling hole ich mir. Kotzi kommt schon wieder gerannt. Ach, da ist noch ein Kotzi. Wir holen jetzt erstmal Kotzi hier hinten. Ja... Dann holen wir hier Kotzi. Weil die sind irgendwie am gefährlichsten für uns. 1, 2 und nochmal gehauen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Das war knapp. So, kurz verschnaufen. Das war gerade gar nicht mal so geil. Jetzt lasst mich mal bitte gucken, von wo wir gekommen sind. Von hier sind wir... Nee, von hier sind wir auf jeden Fall nicht Nee. Ach, hier ist noch ein Kotzi, na klar. Warum hat die mich schon wieder erwischt? So ein Mist. Müssen wir uns noch ein Pillendöschen reinsnacken? Gibt's doch nicht. Ja, ich glaube, es wird langsam Zeit, mal wieder zum Zug zu machen. Spätestens, wenn wir die Kisten hier gelootet haben, sind wir so oder so wieder voll und ich würde auch ganz gerne mal noch etwas Medizin einstecken. Nicht, dass wir hier doch noch unseren allerersten Tod... erreichen werden, sagt man das so?
unseren allerersten Tod erfahren werden. Ist vielleicht das bessere Deutsch? Ne, ich möchte ja nur eins. Mach mal. Warum geht denn das? Es ging doch sonst immer, dass ich sagen konnte, wie viel. Geht jetzt leider nicht mehr. Na gut, dann packen wir... Ja, lass uns mal die Schrotflinte... Dann packen wir sie auf den Boden. Wehe, die ist jetzt weg. Wehe, die ist weg. Hier ist sie. Ein Glück. Warum kann ich die da? Ich bin überladen. Kann doch gar nicht sein. Wir hatten es doch gerade auch noch alles einstecken. Ach Mist. Naja, dann essen und trinken wir halt eine Runde. Tut mir leid. Aber das Metall, vor allem wie viel Metall wir haben, ne? Reicht das jetzt? Es reicht. Damit haben wir es wieder. 39 Kilo. Ja, komm, bevor wir jetzt noch den 1 Kilo hier versuchen aufzuladen, machen wir uns erstmal vom Acker. Ne, hier runter waren wir auf jeden Fall auch noch nicht. Ich habe leider komplett die Orientierung verloren. Weil hier so viele Gegner waren und ich mir den Raum nicht mal richtig angucken konnte, sondern einfach direkt losgerannt bin. Ich glaube, hier könnte es sein. Lasst uns mal gucken. Ne, hier lebt auch noch ein Zombie. Ne, Mensch, so viele Türen hat das Ding doch gar nicht hier. Wir sind gerade von da hinten gekommen. Hier. Hier eventuell noch. Oh ja, das sieht gut aus. Hier liegend. Ja, hier sind wir hergekommen. Na, ein Glück. Ich hab gesagt, früher oder später werde ich mich hier noch verlaufen. Mist, wir haben keine Energies. Und ja, jetzt ist es fast passiert, aber Glück gehabt. Ist nochmal gut gegangen. Ja, dann lasst uns nochmal zum Zug machen, dann werfen wir nochmal alles ab. Schaut mal da oben, ey, wir haben 17 Metall mittlerweile. Davon hätten wir vor ein paar Folgen noch träumen können. Dann werfen wir im Zug auf jeden Fall alles ab. Ja, shit. Wo sind wir hergekommen? Ich glaube hier und dann hier rum, ne? Ja, genau. Das Licht hat mich zum Glück gerade erinnert. Dann hier vorne wieder links und dann geht's gleich hoch. Ja, okay. Ich bin wieder auf dem Pfad. Wir werfen das Inventar dann ab im Zug. Dann werden wir eventuell nochmal eine Runde schlafen, weil wir haben bloß noch 15%, was die Müdigkeit angeht. Ist auch schon um 9, obwohl die Uhrzeit ja mittlerweile wirklich egal ist, dadurch, dass es hier eh dunkel ist. Und dann gehen wir gut gestärkt hier mal weiter und dann sollten wir doch hoffentlich bald mal an ein Ende ankommen. Also ich freue mich nicht auf ein Ende des Spiels, aber eventuell mal auf, ja, was Schönes. Bis jetzt haben wir nur Loot gefunden. Eine neue Waffe wäre cool oder vielleicht doch den Louis finden oder, ja, jedenfalls mal wieder etwas Neues. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt ist die Frage, wir brauchen wahrscheinlich schon wieder einen neuen Schrank, ne? Wäre vielleicht ideal, den hier hinten hinzubauen. Hm. Lasst uns mal schnell einen Schrank bauen. Und dann machen wir vielleicht wirklich mal einen Schrank komplett. So, wir haben 41 Holz einstecken, das ist Wahnsinn. Ja, mach mal einen Schrank komplett voll mit Holz und einen komplett mit Metall. Hä? Ach so. Ach ja. Das finde ich ehrlich gesagt etwas doof gemacht, dass der die Artikel, sage ich schon. Dass der die... Na, hier oben die Items nicht annimmt beim Bauen, wenn die oben im Gürtel liegen und nicht im Inventar sind. Also das macht für mich keinen Sinn, weil ich habe sie ja trotzdem dabei. Ist nur unnötiges Item hin und her geschiebe. Aber gut, wenn es so ist, dann ist es so. Wir können ja nun mittlerweile 8 Millionen Schränke bauen. Bei dem ganzen Loot, den wir hier gefunden haben. Muss man bloß mal kurz gucken, wo unser Bauhammer ist. Hier ist ein kaputter. Keiner. Haben wir keinen mehr? Auch kaputt? Nö, ich glaube, unser Bauhammer ist kaputt. Oder unsere Bauhammer. Sieht stark danach aus. Na gut, dann müssen wir uns wohl noch einen bauen. Und ich habe wieder ein Metall im Inventar. Wie schön. Jetzt aber. Und ich habe gesehen, wir haben noch eine ganze Menge Granaten. Vielleicht sollten wir die auch alle mal einstecken. Bei den Zombie-Horden, die hier rumrennen, kann das eigentlich gar nicht verkehrt sein. Und hier, kommen wir hauen uns jetzt mal die schönen Bandagen alle drauf.
Oh, wir haben sogar relativ viel Leben. Ist das jetzt alles durch das Pillendöschen gekommen? Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viel bringt am Ende. Zweimal Schrank. Ich baue es jetzt erstmal hier daneben. Ich weiß noch nicht genau. So wirklich schön ist es aktuell noch nicht. Eventuell ziehen wir doch nochmal so eine Wand hier im Zug selber. Dass wir das vielleicht etwas abtrennen, dass wir doch hier hinten einmal, also ich glaube, die können wir so gut wie abreißen, weil wir haben so viel. Oder wir bauen die anders. Dass wir die vielleicht hier so einmal rumbauen als U. Gut, dann kommen wir nicht mehr hier hinten raus. Ja, zwar eigentlich egal, sieht aber wieder doof aus. Ach, naja, ich weiß es auch noch nicht. Machen wir dann, wenn es soweit ist. So, erstmal eine Runde Schrank bauen und Nase krabbeln. Ich weiß auch nicht, was los ist. Sobald ich anfange zu Let's Playen, fängt meine Nase an zu krabbeln. Jedes Mal so. Ich versuch's zu unterdrücken, aber manchmal erreicht man den Punkt, da geht es einfach nicht mehr. So, da haben wir es. Sehr gut. Haben wir den jetzt richtig gebaut? Ja. Dann lasst uns den hier voll mit Metall machen. Und den machen wir voll mit Holz. Und dann nehmen wir das gleich mal aus den anderen Schränken mit raus. Ach, und wir können gar nicht so viel aufnehmen. Dann nehmen wir halt stückweise was mit. Wie viel wiegt denn eins? Eins wiegt ein Kilo, also müssten wir doch sechs Stück mitkriegen, oder? Nö, geht nicht. Fünf Stück? Also ist ein bisschen komisch teilweise hier. Scheinen noch Kommazahlen dahinter zu sein, die das Spiel dir selber nicht anzeigt. Du es aber merkst, indem du es nicht mitnehmen kannst. Ich würde sagen, ich hau jetzt erstmal hier ganz kurz alles rein, damit es nicht so lange dauert. Aber ich möchte ganz gerne ein bisschen Ordnung drin haben in diesem Sauhaufen oder Saustall. Und geht auch wieder nicht. Na, dann pack halt 17 rein. Dass wir etwas Ordnung halten und wirklich auch wissen, wie viel wir von was haben. Und nicht jedes Mal 800 Schränke hier anvisieren müssen, um zu gucken, wo vielleicht noch ein Kilo reinpasst. Das nervt mich immer. Von daher nimmt es mir bitte nicht übel. Okay, wir können maximal zwei Granaten auf einem Slot haben. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Und wofür das Geld da ist, weiß bis heute keiner. Hat vielleicht auch gar keinen Sinn. Wurde am Anfang einfach mit reinprogrammiert. Und was ich ganz cool fände, dass wenn man schon so überladen ist, dass er dann zumindest genau so viele Gegenstände mitnimmt, wie man mitnehmen kann. Dass man nicht jedes Mal rechnen muss, wie ich jetzt gerade. Und das passt auch wieder nicht rein. Hey, dann nehmen wir das mal raus. Passt das jetzt rein? Wie viel wiegt denn das? 18 Kilo. Na, das sollte doch passen. Wir haben es gleich geschafft. Das noch. Hier und das eigentlich nicht. So, da haben wir es doch schon. 1% Schlaf, der macht gleich wieder die Augen zu, der Kleine. Dann lasst uns jetzt erstmal direkt schlafen legen. Wie viel passt denn rein? Wir haben noch 15 Kilo frei, also sagen wir mal 13. Dann könnten wir doch das wieder einpacken und dann kriegen wir doch hier 10 vielleicht noch rein. Aber alle passen nicht. Ne, nee, schade. 8 Kilo haben wir noch, also passen vielleicht noch 7 rein. Ja, wie viel wiegt das denn? Das wiegt immer nur ein halbes Kilo. Das heißt, wir haben noch 7, das heißt 10 oder 9 müssten noch reinpassen. 10 passen rein. Gut, wir legen uns erstmal schlafen. Machen wir mal entspannte 9 Stunden. Oh, was war denn jetzt? Achso, das war vom Augen zumachen noch. Ging es ganz schnell wieder auf. Ich dachte schon, der hat hier mittlerweile super schnellen Schlaf drauf, dass der einfach so macht und fertig ist. 8.34 Uhr, so lange hätten wir gar nicht schlafen müssen. Aber okay, 160 Holz und 46 Metall haben wir hier. Dann packen wir hier noch ganz kurz etwas Holz wieder hinein. Schrotflinte, Baseballschläger, das... unsere Schrotflinte geht bald kaputt. Oh oh, gar nicht gut. Das kommt hier rein. Ach nein, eigentlich sollte das hier mit hineinkommen. Und dann packen wir jetzt hier erstmal den Stoff hinein und dann haben wir doch alles, oder?
Wir haben Pistolenmuni, wir haben diese Munition, wir haben Wasserflaschen, die eigentlich viel zu viel sind. Lasst uns mal 8 Stück wegpacken. Und wir brauchen noch ein bisschen was zu essen. Machen wir uns hier mal 5 Dosen rein. Und dann würde ich sagen, los geht's. Wir haben natürlich kein Energy mit, aber ich finde, Energy brauchen wir gerade gar nicht so dolle. Beim Zurücklaufen hätten wir es vielleicht mal gebraucht, da wäre es etwas schneller gegangen. Aber ansonsten haben wir gar nicht so die riesen Wege, weil wir die ganze Zeit immer nur kämpfen. Ja, tut mir leid, dass wir nicht so weit gekommen sind und wieder zurück mussten. Und vor allem auch das mit dem Anfang, dass wir da gebackt sind, war nicht so geil. Ah, die Folge ist hier schon wieder vorbei. So leid es mir tut. Die nächste kommt dann, wie gewohnt, morgen 19 Uhr. Und dann sehen wir uns dort wieder. Bis dahin, macht's gut.